Alles okay, alles okay. Ob wir noch ein Level-Up schaffen, ist allerdings fraglich. Wow. Na, das ist jetzt aber auch toll. Okay, das ist ein Zeiträtsel. Gut, geh auf. Dann schieß gegen mich. Danke. Ja. So, so und so. Hallo Spinny. Oh, ich habe vergessen, meine Bolzen drüben zu holen. So. Aber ihr sterbt wenigstens. Dank Bane. Eine Blitzbombe. Hallo. Nicht ausweichen. Außenrum geht, das ist unfair. Das war mal Schaden. Meteorhelm. Du bist Fullhelm, Meteorit. Und es gibt sogar einen Set-Bonus. Ist ja krass. Das finde ich jetzt toll, dass es einen Set-Bonus gibt. Was denn für ein. Steht das hier irgendwo? Ogre's Grip? Nein, Heavy Armor. Pack Pool Aggressive? Nö. Fighter. Stats. Fire Resist 100? Okay. Das ist schon mal. Wow. Das ist schon mal was. Nice, das Giftwolke ist nicht so nice. Naja, komm. Geh weg, Giftwolke. Danke. So, dich kann ich, glaube ich, einigermaßen ausmanövrieren und auch einfrieren. Wow. Wow. Wenn zwei von euch auf einmal kommen, ist das nicht so toll. So. Auch wenn eine von euch vergiftet ist. Mana-Trank. Eingefroren hingegen finde ich toll. Und Tarion ist wieder hungrig. Okay, wir haben hier ja ein Stück frisches Brot für dich. So, okay. Das ist allerdings nicht so schön, dass ich schon wieder auf die blöde Druckplatte. Habe ich nur noch 17 Bolzen? Ah, das gibt's doch nicht. So, durch die Giftwolke durch. Es wird wieder dunkel. Und da geht's nach oben. Lightning Bow. Macht weniger Schaden. Schade. Macht weniger Schaden, aber schießt du vielleicht schneller? Ja, du schießt eine Sekunde schneller. Da ist mein Power Gem. Ich habe einen Rückzugspunkt.
Ich habe eine Speed Potion. Ich habe was zu essen. Ja, ich glaube, das nächste, was wir wirklich machen müssen, ist Essen besorgen gehen. Das Teil sieht doch mal nicht schlecht aus. Repeater. Dafür brauche ich viel mehr Firearm, hä? Required Firearms. Repeat Fire. Okay. Das war useless. Den kannst du mal mitnehmen. Aber hey, es ist eine ziemlich coole Firearm-Weapon. Und das ist der Weg zurück. Jawohl. Weg mit euch. Euch brauche ich nicht mehr. Genauso wenig wie euch. Denn das hier ist jetzt alles abgeschlossen. Jetzt fehlt wirklich nur noch da die Brustrüstung. Oh. Und für dich ein Teil und für dich noch ein Teil. Also ja, wenn jemand weiß, wo die Teile für die das Archmage-Set und die Rogue-Rüstung und die Kristallrüstung sind, dann immer raus damit. Wenn nicht, dann... muss ich einfach suchen oder nachgucken oder... Das werde ich ja sehen. Ich benutze zwar ungern Spoilers, aber wenn ich nicht selber drauf komme, dann muss ich halt irgendwann nachgucken. Spätestens in einer Privatsession. So, jetzt nehmen wir aber den Weg nach draußen, bitte. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf Spinnen. Na. Ich sage, ich habe keine Lust mehr auf Spinnen. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich schon das Spinnenlevel in Grimrock 1 gehasst habe? Das war die dritte Etage übrigens. Damals in Grimrock 1 war das ja nur ein einziger Dungeon. Ach so, ja. Kristallminen heftig. Weg der Schnecke. Das brauchen wir auch nicht mehr. Und ich nehme am besten den Weg hier raus. Dort gibt es nämlich gleich einen blauen Speicherkristall. Und ich komme in das Waldgebiet, wo die Waage waren. Genau das Gebiet hier. Okay, es ist Nacht. Ich will Essen besorgen. Und ich will... also Essen besorgen. Ich hoffe mal, hier streuen Waage rum. Nein, Ents. Ihr seid nicht essbar. Macht fast keinen Schaden mehr. Auch wenn ihr super schnell zuschlagt. Ja, ich würde immer noch gern wissen, ob man da irgendwie hinkommt. Naja. Speichert habe ich jetzt hoffentlich, wenn ich speichere ich nochmal, nachdem ich beim Ding war. Auf jeden Fall mal Licht anmachen. Nachdem ich im Hub war, in der Schatzkammer. Und in den Hub möchte ich auch nochmal. Das sieht hier eigentlich auch ein bisschen verdächtig aus. Aber hier ist nichts, nein. Ich habe aber auf jeden Fall wieder was flattern gesehen.
Genau. Geh mir weg mit deinem Blitzen. Zwei Stück sehe ich auf jeden Fall. So. So, weg mit dir. Blauer Kristall leuchtet. Oh, da ist noch einer. Ja, komm ruhig her. Wow. Au. Jawohl, eingefroren. Wow, das sind viele Viper Woods gerade gewesen. Die ich einfach mal einfrieren kann. Ah, und die dann hinter mir spawnen. Also schnell einfrieren kann ich die schon mal. Das ist nicht so gut. Tarion hält nicht sonderlich viel aus. So, Mana Trank. So. Laubelementar ist noch weniger gut. Geh weg. Jetzt kommt da schon die zweite Viper-Wut einfach mal so hoch. Genau, verschwinde, lass mich in Ruhe. Du stirb ganz schnell. So, du bist weg. So, und du bist auch weg. Ich wollte eigentlich gerade sagen Planänderung, aber nö. Genau, ich will an den Thieves Cage ran. Hier sind nämlich, hier ist nämlich ein Bogen drin. Vielleicht habe ich Glück und das ist kein normaler. Es ist tatsächlich der Kurkorn Longbow. Zwei von denen. Eine Speed Potion. Vier Pfeile. Sehr schön. Der Kurkorn Volley. Macht auch weniger Schaden. Gib mir mal kurz die Pfeile. Was ist ein Volley? Ist das wieder der Mehrfachschuss? Ja. Also, nee. Obwohl. Du bist schon ein Ticken schneller. Wiegst aber auch mehr. Ich probier's mal. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. Das hebe ich mal auf. 5 Uhr nachts ist es gerade. Und da hinten ist noch ein Laubelementar. Gibt es unter Wasser wieder Schildkröten? Nein, aber Fisch. Ein Fisch jedenfalls, den ich unter Wasser erwischt habe. Hallo du, genau dich will ich. Fisch will ich aber auch. Ah, es sind mehrere, sehr schön. Und oben ist das Laubelementar unterwegs. Das war daneben. Am besten noch mal hoch.
So. Hier kann ich ja ansonsten nichts anhaben. Fizzle? Fizzle? Warum fizzelst du? Warum zur Hölle fizzelt er? Ach so, weil du am Kopf verletzt bist. So.